Das ist eine Frechheit, was hier geschieht. Herr Taubenberger lügt von Anfang an. Ein Familienbetrieb soll das sein. Das gehört zu einer Frau. Die ist 1,5 Milliarden reicher geworden. Das ist kein netter Familienbetrieb, wie die uns vorgemacht haben. Die ging grausam vor, sadistisch. Ich habe vor über 2 Jahren, habe ich schon durch Frau Christiane Hollander schreiben lassen, dass ob sie denn für den Sozialplan 97, ob sie den überhaupt für mich einhalten würden. Ich habe bis heute keine Antwort gekriegt. Beziehungsweise vor 2 Monaten wurde uns dann gesagt, ja jetzt dürft ihr alle. Bis Juli wollten wir Zeit lassen. Und jetzt setzt ihr vor der Tür an. Das ist nett, oder was? Das soll ein netter Familienbetrieb sein. Wissen Sie, dass der Schütze geheult hat? Unglaublich, 40 Jahre St. Pauli den Bach runter. Einfach so. Der Papst hat mal gesagt, Geld, ne, das ist die Scheiße des Teufels. Herr Taubenberger findet das zum Kotzen. Herr Taubenberger, das finde ich zum Kotzen. Und um uns kümmert sich einer im Arsch. Wie kann ein Investor, der derart fahrlässig mit Menschenleben umgeht, vertrauenswürdig sein? Und wie darf so ein Investor Häuser besitzen, wo mehrere hunderte Menschen drin leben? Warum muss jeder Auto, Moped, Besitzer alle 2 Jahre zum TÜV? Wieso müssen Hausbesitzer das nicht? Hier wird investiert ohne Rücksicht auf die ganze Kultur von St. Pauli. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Sitzung der Bezirksversammlung, die letzte Sitzung in diesem Jahr. In dieser kurzen Zeit zwischen der letzten Sitzung und der jetzigen Sitzung sind 2 schreckliche Dinge passiert. Das ist einmal der Tod der 3-jährigen Jagma in Billstedt. Und dann ist es die Tatsache, dass die Esser-Häuser geräumt werden mussten und die Familien und die Anwohner und Bewohner Hals über Kopf ihre Wohnungen verlassen mussten. Das in dieser Zeit kurz vor Weihnachten und überhaupt eine ganz schwierige Situation für die Menschen. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, in der Tat 2 Ereignisse in kurzer Folge, die uns auch getroffen haben, ist, dass wir in der Nacht vom Samstag auf Sonntag die Esser-Häuser evakuieren mussten. Das kam überraschend und hatte seine Ursache in Meldungen mehrerer Bewohner bei der Polizei, die berichteten von Schwankungen des Gebäudes, so dass sich auch Möbelstücke bewegt haben und Erschütterungen, ruckartigen Erschütterungen. Die Bewohner hatten daraufhin Angst, haben bei der Polizei angerufen. Die Polizei hat die Aussagen bewertet und ist zu der Einschätzung gekommen, dass das ernst zu nehmen ist und hat die Räumung eingeleitet. Es ist dann in der Nacht mit uns rückgekoppelt worden. Es war das Bezirksamt mit einer Bauprüferin vor Ort, noch in der Nacht. Wir haben uns mit Polizei und Feuerwehr dann auch dafür entschieden, dass nicht nur das Wohngebäude, aus dem diese Berichte kamen, sondern weil wir ja wissen, dass die Esser-Häuser insgesamt in ihrer Statik zusammenhängen und auf denselben Stützen der Tiefgarage lagern, dass eben das Gebäude insgesamt zu räumen ist. Wir sind sehr froh, dass wir alle Bewohner und Bewohner und auch alle, die sich in den Gewerbebetrieben aufgehalten haben, ohne Schaden dort rausgekommen haben. Es ist am nächsten Tag, hat es eine erste Begehung gegeben der Häuser, wo keine Schäden erstmal, keine neuen Schäden festgestellt wurden. Es hat dann am Montag eine nochmal intensivere Begehung, auch mit der Landesprüfstelle für Baustatik, dann auch nicht nur einem, sondern noch am zweiten Bausachverständigenbüro und der Bauprüfabteilung von Vertretern des Grundeigentümers gegeben. Dabei ist festgestellt worden, dass in der Tiefgarage an einem Pfeiler, an einer Stütze, mindestens an einer Stütze, ich glaube, an einer Stütze ist nicht auch noch nichts Schriftliches darüber vor, aber es ist der Bericht sozusagen aus diesem Termin, es einen neuen
eine neue Rissbildung am Haares zu verzeichnen war. Das können wir da so verfolgen, weil wir die Stützen seit dem Gutachten im Sommer eben sehr genau beobachten. Und es auch eine so ausgerieselte Betonstaub oder Baumaterial da gegeben hat, sodass das einen klaren Hinweis darauf darstellt, dass es in dieser Nacht tatsächlich eine Erschütterung und also eine sichtbare Veränderung im Gebäude gegeben hat. Die Einschätzung ist, dass tatsächlich die Gebäude möglicherweise doch noch etwas dichter vor dem Ende ihrer Lebensdauer, was die Bausubstanz, die Materialien, die Statik, die Gebäudestruktur betrifft, stehen, als noch im Sommer eingeschätzt. Die meisten von Ihnen erinnern sich an die Vorstellung des Gutachtens und an diese Kurve, die dann sehr steil nach oben geht und man nicht genauer sagen konnte, wo man sich da befindet. Und es sind ja intensive Sofortmaßnahmen damals ergriffen worden, aber die aktuellen Ereignisse führen natürlich dazu, dass man diese Einschätzung dann nochmal ein bisschen anpassen muss und wir zu der Einschätzung gekommen sind, dass es schlicht nicht verantwortbar wäre, jetzt die Menschen in die Häuser zurückkehren zu lassen. Das ist natürlich für alle Bewohnerinnen und Bewohner, auch für die Gewerbetreibenden, die Mitarbeiter, aber vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner ein denkbar tiefer Schock und ein Herausreißen man kann sich das gar nicht wahrscheinlich richtig selber vor Augen führen, ein paar Tage vor Weihnachten aus einer Wohnung rausgerissen zu werden, mitten in der Nacht klopft es, die Feuerwehr steht vor der Tür und man hat nur kurz Zeit, ein paar Sachen zu greifen und raus. Es sind dann in der Nacht auch unter Einbeziehung des bezirklichen Katastrophenschutzes alle Bewohnerinnen und Bewohner in der nahegelegenen Sporthalle, Schule-Strunsee-Straße, untergebracht worden, notversorgt, verpflegt worden. Manche Menschen, die etwas älter und gebrechlicher waren, sind in Hotels auch schon untergebracht worden in der Nacht. Am nächsten Sonntag waren dann wiederum Bauprüfabteilung, bezüglicher Katastrophenschutz, Wohnraumschutz, verschiedene Beteiligte auf Seiten des Grundeigentümers, Deutsches Rotes Kreuz, Zivilhilfswerk, viele Beteiligte vor Ort, um für eine Notfall- und Krisenversorgung sicherzustellen. Wir konnten das Zelt, das ansonsten für den Weihnachtsmarkt genutzt wurde, nutzen. Es hat auch ansonsten eine aktive Unterstützung, muss man sagen, aus der Nachbarschaft, von Anliegerbetrieben, auch von den Beschickern des Weihnachtsmarktes gegeben, sodass alle mit Getränken, mit Essen versorgt werden konnten. Das hat dann von Seiten des Vermieters eine erste spontane Bargeldauszahlung gegeben, war ja Sonntag, um in die nächsten Tage zu kommen. Es sind im Laufe des Tages alle in Hotels untergebracht worden. Es ist auch Hotels, ein Hotel organisiert worden, wo man mit Tieren unterkommen kann und so weiter. Aber natürlich ist ja völlig klar, dass viele in einer solchen Situation sich auch natürlich hilflos und ein Stück weit verzweifelt gefühlt haben. Mein Eindruck, ich war einmal in der Nacht und dann Samstag, von Sonntagmittag bis Sonntagabend die ganze Zeit vor Ort, war, dass mit zunehmender Dauer der Betreuung vor Ort sich das ein wenig beruhigt hat bei den Bewohnerinnen und Bewohnern und ich schilder ja nur einen Eindruck und den werden Sie mir wohl belassen müssen. Ich war die ganze Zeit vor Ort und es gab viele, die verunsichert waren, andere haben sich aber auch ausdrücklich bedankt. So. Und die Unterbringung aller in Hotels hat jedenfalls funktioniert. Es konnten vorher alle, das war ja eine große Sorge, alle nochmal organisiert und begleitet in ihre Wohnung gehen, jeder, um die notwendigsten Dinge rauszuholen, natürlich Haustiere, persönliche Dokumente, was man eben braucht, persönliche Gegenstände, Wertgegenstände, ein bisschen Klamotten für die nächsten Tage. Ich meine, das ist alles keine Situation, wo man sagen kann, ist ja in Ordnung, das geht den Leuten ja gut. Aber ich glaube, das ist unter den gegebenen Umständen, um zu sagen,
als Ad-Hoc-Management eine ganz ordentliche Leistung an dem Sonntag von allen Beteiligten. Es hat dann auch in den nächsten Tagen die Gelegenheit noch gegeben, verabredet in die Häuser zu gehen, weitere Dinge rauszuholen. Das ist auch jetzt noch bis Weihnachten zu bestimmten Zeitpunkten möglich. Wir werden dann über Weihnachten und Silvester die Esserhäuser vermutlich geschlossen halten und werden Anfang Januar eine neue statische Überprüfung machen müssen, weil wir nicht wissen, wie schnell sich das Gebäude jetzt, wie schnell sich weitere Veränderungen dort ergeben können. Wir wollen auf jeden Fall gewährleisten, dass alle Bewohner und Bewohner, natürlich auch alle Gewerbetreibenden, ihre persönlichen Gegenstände, auch die gesamte Einrichtung, alles, was ihnen gehört, rausholen können. Das wird nur gehen durch organisierte Umzüge, die natürlich der Grundeigentümer sicherzustellen hat. Das heißt, da wird jetzt ein Auszugsmanagement aufgebaut. Für alle Bewohnerinnen und Bewohner ist inzwischen jetzt nach den ersten 3 Tagen eine längerfristige Hotelunterbringung gesichert. Selbstverständlich versuchen wir in allererster Linie der Grundeigentümer, aber wir unterstützen so gut wie wir können, schnellstmöglich auch in Wohnungen zu vermitteln. Einige Umzüge waren jetzt schon diese Woche möglich, aber nur für 6 Mieterinnen und Mieter in 4 Wohnungen. Ich hoffe, wir haben gegen eine Menge Rückläufe, es gibt eine Reihe von Angeboten, sagen wir mal so. Wir haben uns außerdem, oder ich habe mich mit Saga GWG in Verbindung gesetzt und mit dem Verband der Norddeutschen Wohnungsunternehmen, auch mit einzelnen Genossenschaften und Wohnungsunternehmen, die man kennt, mit dem Appell an alle Vermieterinnen und Vermieter in Hamburg, schnellstmöglich freie Wohnungen zur Verfügung zu stellen, weil wir hier eine Notsituation haben. Es hat über den Vermieter und die von ihm beauftragte Steg, was das Management von der Umsetzung in Ersatzwohnungen betrifft, auch eine Ansprache des Verbandes der Freien Wohnungsunternehmen gegeben, die auch ihre Mitgliedsunternehmen angeschrieben haben. Das heißt, die Wohnungswirtschaft ist flächendeckend aufgefordert worden, freie Wohnungen zu melden. Ich habe jetzt keinen ganz aktuellen Rücklauf, aber es gibt auch Rückläufe dazu. Wir werden es wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen, jetzt innerhalb ganz kurzer Zeit alle Mieterinnen und Mieter in neue Wohnungen unterzubringen, aber ich sag mal, das, was man leisten kann in dieser Zeit, das soll auch geleistet werden. Es ist weiter so, dass die Mieterinnen und Mieter natürlich jetzt eine fortlaufende Unterstützung und Betreuung brauchen in den ganz vielen alltäglichen Lebensfragen, die es jetzt gibt. Ich weiß, wir haben die Rückmeldung von Seiten des Vermieters, dass dort sehr viele Nachfragen und Anrufe und so auflaufen, dass Mitarbeiter des Vermieters in den Hotels jeweils auch präsent waren. Ich weiß aber auch, dass es sozusagen zum Teil Meldungen gibt, dass das noch nicht ausreicht. Ich weiß, dass es konkrete Themen gibt, die noch nicht gut laufen, Postverteilung und so weiter, was auch daran liegt, dass die Post nicht genau weiß, wo sie jetzt eigentlich die Briefe hinbringen sollen. Der Vermieter bemüht sich, nachdem was wir wissen, das zu sammeln und an die Bewohner zu bringen. Aber das ist klar, da kann es an der einen oder anderen Stelle haken. Und es ist auch wichtig, und wir wissen auch, wie wichtig das ist, dass da auch Dinge sind, die Fristen haben, die natürlich auch eine Bedeutung haben und sind bemüht, das schnellstmöglich so hinzukriegen, dass es auch läuft. Wir wollen weiter versuchen, auch über die Weihnachtstage eine geeignete psychosoziale Betreuung sicherzustellen. Die gibt es natürlich, es gibt dafür entsprechende Dienste, die man anrufen kann, die ansprechbar sind, aber wir wollen versuchen, etwas möglichst vor Ort in den Hotels, im Moment sind alle Bewohner und Bewohner, bis auf ganz wenige, in 2 nebeneinander liegenden Hotels untergebracht. Das macht es leichter, sie vor Ort zu betreuen. Sie sind nicht so verstreut und wir werden versuchen, da so dicht wie möglich dran zu bleiben. Mich hat außerdem erreicht, ist bekannt, dass
Anliegen, die Initiative hier aus der Bezirksversammlung heraus, eine Art Weihnachtsfeier zu organisieren. Das halte ich für eine richtig gute und wichtige Maßnahme und habe das ein bisschen auch schon vorbereitet. Also diese Weihnachtsfeier könnte es dann am Sonntag geben und ich glaube, dass das das ersetzt nicht die ständige Betreuung, aber es ist doch, glaube ich, ein bisschen das Signal, dass man sich kümmert, dass man auch nochmal ganz konzentriert aktuell Fragen beantworten kann, Informationen weitergeben kann, einfach als Ansprechpartner da zur Verfügung steht. Ich werde da am Sonntag auch sein. Und sozusagen das Gefühl gibt, dass die Leute nicht alleingelassen werden und auch tatsächlich die Anliegen, die es dann gibt, auch klärt. Wie wir die Betreuung dann bestmöglich über die Weihnachtsfeiertage auch sicherstellen, ist noch in Vorbereitung. Alle Hinweise, wo Dinge noch nicht laufen, die in erster Linie natürlich an den Eigentümer zu richten sind, der völlig klar verantwortlich ist, dass jetzt die Mieterinnen und Mieter ordentlich versorgt werden. Das heißt, auch das Nötige haben zum Leben. Und dann wird man sicher sagen können, ist das genug, was geleistet wird, aber das ist jedenfalls seine Verantwortung. Aber wir unterstützen ihn dabei und wir sehen uns natürlich auch in der Verantwortung. Gleichzeitig gibt es eine außerordentlich schwierige Situation auch für die Gewerbemieter, deren die natürlich mit der Perspektive gerechnet haben, dort noch ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr weiter ihr Gewerbe betreiben zu können und die jetzt sozusagen da das Ende zum Teil ihrer Existenz vor Augen haben. Das ist bitter und ist ja klar, wenn jetzt man dann auch seinen Job verliert für Weihnachten, viel schlimmer geht es nicht. Wir bemühen uns intensiv darum, den Betrieben, wo wir einen konkreten Ansatzpunkt haben, auch zu helfen. Das betrifft einmal die Firma 100 Mark, wo es eine Ersatzfläche gibt, ein Obersttor, die auch jetzt schon hergerichtet werden kann und wo wir auch durch die Unterstützung oder die Räumung des gesamten Warenbestandes auch möglich war, damit das Weihnachtsgeschäft irgendwie stattfinden kann in allen Filialen. Und es gibt, wie gesagt, eine räumliche Anschlussperspektive. Am Molotow sind wir dabei, zu unterstützen, Räume für Lagerung, für Auslagerung von Veranstaltungen und so weiter und eben auch eine Ausweichfläche zu finden. Also wir tun das, was man kann, aber ganz klar ist, das ist ein Einschnitt, mit dem man nur schwer fertig werden kann in dieser Situation. Wir hätten uns das auch anders gewünscht. Wir haben nicht erwartet, dass die Gebäudesubstanz dann schon so schlecht ist. Aber wir müssen damit jetzt umgehen und bisher erlebe ich von vielen Beteiligten da eine große Solidarität auch. Und ich denke, das ist eine Anstrengung, die man jetzt gemeinsam leisten muss. Ich glaube, jetzt auch nicht die Zeit sozusagen, sich gegenseitig möglichst viele Vorwürfe zu machen, wer wann noch was hätte besser machen können. Ja. Und ja, man könnte auch sagen, wenn wir nicht so lange darüber diskutiert hätten, dass die Häuser erhalten bleiben können und sollen, dann wäre ein... Entschuldigung, darf ich um etwas Ruhe bitten? Ja, da muss man nicht unverschämt. Dann wäre natürlich auch ein geordneter Auszug aller Beteiligten noch möglich gewesen. So, das heißt, also ich finde mal, dass alle Beteiligten sich zu diesem Zeitpunkt auch mal angucken müssen, haben wir die Situation zu jedem Zeitpunkt richtig eingeschätzt, bei aller berechtigten Kritik, die man äußern kann und die man auch hat,
Aber wenn wir jetzt alle durcheinander reden, können wir hier nicht weiterkommen. Bitte, ich bitte Sie noch den Vortrag von Herrn Grote zu Ende zu führen und dann kommen wir gleich zur Frage. Wir haben diese Diskussion ja auch mitgeführt. Ich glaube nur, dass man jetzt ein bisschen das trennen muss. Das eine sind die grundsätzlichen Fragen. Was war sozusagen, oder wie muss man den Gesamtvorgang bewerten? Was wäre die Verantwortung der Beteiligten zu welchem Zeitpunkt gewesen? Und was muss jetzt politisch gefordert werden und so weiter? Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir auf der Zeitschiene jetzt an einem Zeitpunkt angelangt sind, wo die Häuser aufgrund des konkreten baulichen Zustandes evakuiert werden mussten. Wir dadurch jetzt eine Situation haben, wo wir uns intensivst um die Interessen der Bewohner und Bewohner kümmern müssen und die politische Debatte auch wichtig ist, aber möglicherweise nicht ganz so wichtig wie die konkrete Hilfe jetzt in dieser Krisensituation. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Grote, für die ausführliche Berichterstattung über die Probleme, die wir im Moment haben. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt die öffentliche Fragestunde, die nach der Geschäftsordnung eine halbe Stunde ist. So, jetzt bitte ich diejenigen, die Fragen an die Abgeordneten stellen möchten, darum den Namen zu nennen und das Anliegen, also die Frage vorzutragen. Keine großen, langen Statements, es sollen möglichst viele eine Frage stellen können. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende, mein Name ist Wolfgang Forst. Ich möchte Sie kurz gedanklich mitnehmen auf den Friedhof Finkenried in Wilhelmsburg. Und zwar auf dem Betriebshof dort. Auf diesem Betriebshof steht ein Hinweisschild. Besser gesagt, dieses Hinweisschild lehnt an einer Wand. Hochkant. Ein schönes, offizielles Emaille-Schild der Stadt Hamburg. Seit Juli diesen Jahres lehnt es dort auf dem Hof an der Wand. Wo es vorher stand, ist es zerstört worden. Es ist mit den Füßen herausgetreten worden. Auf diesem Schild steht geschrieben, muslimisches Gräberfeld. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Frage ist mir leider nicht möglich, weil ich auch eine Frage intendiert ja auch immer schon die Möglichkeit einer Antwort. Ich bin ratlos. Vielen Dank für den Hinweis. Die Verwaltung wird sich schnellstmöglichst darum kümmern, dass dieses Problem und dieser Missstand aufgehoben wird. Ja, ich danke Ihnen. Das können wir Ihnen zusagen. Hallo, ich bin Julia, ich wohne in den Esso-Häusern und ich habe mich gefragt, ob untersucht worden ist, woher die Korrosionen in dem Haus zustande gekommen sind, wie es dazu gekommen ist. Bis jetzt habe ich noch keine Fragestellung dazu gehört, wieso es überhaupt dazu kam. Werden diese Vorgänge noch aufgeklärt? Werden diese Fragen überhaupt noch gestellt? Also folgende Faktenlage. Die Esso-Initiative hat für das Gutachten gekämpft. Die Bayerische Ausbau hätte es bezahlen sollen, ist zurückgetreten, die Stadt hat das Gutachten bezahlt und so weiter. Das Stand der Häuser war klar, das Ganze stand ab da unter Beobachtung. Die Stadt hat die Bayerische Ausbau dazu verpflichtet, sofort Instandhaltungsmaßnahmen zu ergreifen, was dazu geführt hat, dass sie einfach den Garten abgetragen haben. Da ist fragwürdig, ob das irgendwie zur Instandhaltung beiträgt oder nicht. Wichtig ist, die Tiefgarage wurde abgestützt. Jetzt stelle ich mir die Frage, was wäre, wenn die Initiative nicht für das Gutachten gekämpft hätte, die Stadt, die Bayerische Hausbau nicht verpflichtet hätte, die Tiefgarage zu sperren und abzustützen. Ich frage mich, warum die Waschanlage nicht gesperrt werden musste, weil das Wasser ja der Hauptverursachung der Baufälligkeit beigetragen hat. Und jetzt die entscheidende Frage ist, wie kann ein Investor, der derart fahrlässig mit Menschenleben umgeht, vertrauenswürdig sein und wie darf so ein Investor Häuser besitzen, wo mehrere hunderte Menschen drin leben. Ja, guten Tag, Steffen Jörg ist mein Name, Mitarbeiter der GWA St. Pauli. Vielen Dank, Herr Grote, für diese ausführlichen Informationen. Einen Satz möchte ich dazu trotzdem noch sagen, weil das alles so dargestellt wurde, als hätte die Bayerische Hausbau hier vorbildhaft reagiert, als hätte alles funktioniert. All die Zugeständnisse, die Bayerische Hausbau gemacht hat, und das finde ich ein wenig befremdlich, dass sie das so darstellen, als wäre das hier so toll gelaufen, wurden auf enormen Druck von Mietrechtsanwälten, von der Initiative und von Mitarbeitern der GWA erreicht. Das Handgeld,
sowohl das Handgeld als auch die skandalösen Unterbringungen sind von den Leuten der Initiative skandalisiert worden und geändert worden. Und auch jetzt werden sie noch in, ich sag mal, sehr günstigen Absteigen untergebracht. Ich frage mich schon, wie es eigentlich zu diesem Zustand kommen sollte. Und die Situation stellt sich auch nicht so dar, dass alle Leute gut versorgt sind. Wir machen in der GWA St. Pauli im Moment eine fast Rundumbetreuung mit mehreren Mitarbeitern, mit Ehrenamtlichen. Es waren Ehrenamtliche, es waren Aktive der Initiative, die bis 5 Uhr nachts an dem Samstag dort vor Ort waren, die dafür gesorgt haben, dass die Leute die Busse überhaupt gefunden haben, die dafür gesorgt haben, dass die Leute beruhigt werden, die dafür gesorgt haben, dass das alte Ehepaar in ein Hotel gekommen ist und ein Hotel organisiert wurde. Da war ein einziger ehemaliger Mitarbeiter der Bayerischen Hausbau, der Snickers vorbeigebracht hat. Und vor diesem Hintergrund frage ich mich schon, wir hatten das auch auf der Pressekonferenz gestern dargestellt, aus unserer Sicht ist es enorm wichtig, dass es jetzt Soforthilfemaßnahmen und auch eine sofortige Reaktion einer psychosozialen Unterstützungsstruktur braucht. Und da würde ich gerne fragen, inwiefern hier die Anwesenden der Bezirksversammlung und an Herrn Grote darf ich ja nicht fragen, aber ich mache es trotzdem, inwiefern auch die Verwaltung hier Maßnahmen ergreifen wird, denn unsere Sorge gilt tatsächlich, dass viele der Betroffenen hier in dieser Krisensituation, dass es da enormen Betreuungsbedarf braucht und Unterstützungsbedarf. Die zweite Frage wäre, Herr Grote wurde in der letzten Zeit oft zitiert, dass der Abriss jetzt vorgezogen wird. Muss mal gucken, was in der Presse dann so stimmt, was da gesagt wurde. Aber ich habe auch schon gehört, dass das jetzt im Januar schon über die Bühne gehen soll. Ich finde das befremdlich und frage mich, warum dieser Abriss der Häuser jetzt so schnell forciert wird und hätte da gern auch ein Statement von den Vertretern und Vertreterinnen hier in der Bezirksversammlung, wie die das dazu sehen. Ich möchte mich auch zunächst bedanken bei allen Helfern. Und zwar beim THW, beim DRK, bei den Nachbarn und ganz besonders bei der GWA. Herr Steffen hat es eben dargestellt. Herr Jörg hat es eben dargestellt, wie sehr sie sich da engagieren. Und ohne diese Unterstützung wird das Ganze für die Bewohner jetzt noch sehr, sehr viel schlechter aussehen. Kein Dank explizit kann ich aussprechen an die Bayerische Hausbau. Die weisten mich jede Verantwortung zurück, geschweige denn, dass sie sich bei den Bewohnern mal dafür entschuldigt, was die jetzt durchmachen müssen. Und ich finde diese auch nur unterschwelligen Schuldzuweisungen an die Initiative und auch an die Bewohner, finde ich unerträglich, auch wie sie von Ihnen noch gekommen sind, Herr Grote, ob wir nicht zu lange darüber nachgedacht haben, ob wir heute vielleicht doch erhalten werden können. Nein, es ist der Investor, es ist der Eigentümer und zwar auch die Bayerische Hausbau, obwohl sie erst seit kurzem Eigentümer ist. Sie ist Rechtsnachfolger des langjährigen Eigentümers Schütze. Sie hat die Gebäude bewusst in diesem Zustand gekauft. Sie wusste, was sie da kauft. Wenn nicht, hätte sie rückabwickeln können. Oder es zumindest versuchen können. Ich finde es unerträglich, dass die Bayerische Hausbau sich jetzt mit fremden Federn schmückt. Auch das hat Herr Jörg Ihnen ganz richtig dargestellt. Dass sie sich in ihrem Blog damit schmückt, die Leute so toll versorgt zu haben, den Leuten ja noch ein Handgeld für Mehraufwand in die Hand gedrückt zu haben und so weiter und so fort. Was alles erst auf Druck der Rechtsanwälte von Mieter, Helfen Mieter geschehen ist und nicht die eigene Idee und die eigene Initiative der Bayerischen Hausbau war. Im Gegenteil. Die Bayerische Hausbau lügt jetzt auch noch und diffamiert die Bewohner und die Initiative, indem sie ihnen Aussagen unterstellt, die sie so nie getätigt haben. Herr Taubenberger findet das zum Kotzen. Herr Taubenberger, das finde ich zum Kotzen. Wir müssen jetzt als nächstes vor allem auch die Ursachen feststellen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Die von Herrn Grote beschriebenen Haarrisse. Ich bin nur kein Statiker, aber ich würde mal spontan sagen, das ist wahrscheinlich eher eine Folge als die Ursache dieser Erschütterung. Durch die Presse ging noch die mögliche Ursache, es könnte sich um Schall handeln. Nämlich einerseits
aus dem, von einem Konzert aus dem Molotow, andererseits von einer Veranstaltung in Planet Pauli und vom Weihnachtsmarkt. Ganz prinzipiell kann man mit Schall natürlich Gebäude zum Einsturz bringen, keine Frage. Aber da bedarf es ganz bestimmter Bedingungen. Und die sehe ich hier überhaupt nicht gegeben. Am ehesten könnte noch das Konzert im Molotow dazu beigetragen haben, weil sich der Schall hier über Mauerwerk fortpflanzt. Aber mal ehrlich, wenn ein Haus dadurch, da fanden ja nur ständig und seit Jahrzehnten Konzerte statt, wenn ein Haus dadurch zum Beben gebracht wird, dann stimmt im Vorfeld was nicht. Da haben wir im Vorfeld alle was übersehen, beziehungsweise die Statik haben was übersehen. Hier kurz helfen, Andreas, es liegt daran, dass tonnenweise Erde vom Mitteldeck runtergetragen wurde. Das Haus ist sehr leicht, steht jetzt auf Stelzen. Alles klar, rock der Haus im Molotow. Dann schwingt das vielleicht mal ein bisschen mit. Aber weiter ist gar nichts los. Das ist eine Frechheit, was hier geschieht. Herr Taubenberger lügt von Anfang an. Ein Familienbetrieb soll das sein, Herr Netter. Das gehört der Kind, das gehört so einer Frau. Die ist 1,5 Milliarden reicher geworden. Das ist kein netter Familienbetrieb, wie die uns vorgemacht haben. Die ging grausam vor, sadistisch. Ich habe vor über 2 Jahren, habe ich schon durch Frau Christiane Hollander schreiben lassen, dass ob sie denn für den Sozialplan 97, ob sie den überhaupt für mich einhalten wollen. Ich habe bis heute keine Antwort gekriegt. Beziehungsweise vor 2 Monaten wurde uns dann gesagt, ja jetzt dürft ihr alle. Bis Juli wollten wir Zeit lassen. Und jetzt setzt ihr vor der Tür an. Das ist nett, oder was? Das soll ein netter Familienbetrieb sein. Wissen Sie, dass der Schütze geheult hat? Unglaublich, 40 Jahre St. Pauli in den Bach runter. Einfach so. Nur weil das Ganze da, das steht jetzt auf Stelzen, schwingt ein bisschen mit. Meine Güte, paar Leute kriegen Angst, weil denen Angst gemacht wurde, bis zum geht nicht mehr. Also das ist schon nicht mehr normal. Das ist unchristlich im höchsten Maße. Für mich, das, der Papst hat mal gesagt, Geld, ne, das ist die Scheiße des Teufels. Ne, und die Schürgruber, die frisst sich das rein ohne Ende. Das sind keine Menschen mehr. Schmeiß mich mitten in der Nacht aus meiner Wohnung. Hätte ich mich geweigert, wäre es mit Gewalt geschehen. Das wurde Zeit. Das ist ja nur eine blöde Bemerkung, die Sie da gemacht haben. Ja, das würde ich eben auch anhören. Ich war jetzt gerade bei den Ursachen. Du hast eine mögliche Ursache genannt. Auch das muss natürlich mit einbezogen werden in die Untersuchung. Jedenfalls, dass spontan in der Presse als erste mögliche Ursache erstmal oder Verursacher erstmal die Nutzer genannt werden, finde ich doch recht merkwürdig, zumal der Weihnachtsmarkt mit einbezogen wird. Wenn sich Schall durch die Luft fortpflanzt, nimmt der im Quadrat zur Entfernung ab. Wenn wir 90 Dezibel am Weihnachtsmarkt haben, kommt nichts wesentlich mehr an den Häusern an. Das ist absoluter Unsinn. Das kann überhaupt nicht sein. Also das überhaupt nur ins Gespräch zu bringen und das irgendwie auf Umgebung, Nachbarn, Nutzer abwälzen zu können, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenn wir über Schall reden und über Ursachen reden, dann können wir vielleicht mal reden über die Pumpen, die da im Keller stehen, die auch erhebliche Vibrationen erzeugen. Oder ob da nicht ein Wasserfluss entsteht, wenn da ständig Grundwasser rausgepumpt wird. Ich hatte darum gebeten, den Statiker, der am Montag die zweite Begehung gemacht hat, heute einzuladen und auch den Taubenberger einzuladen und die Baubrief einzuladen. Das hat offensichtlich nicht geklappt oder die Verwaltung hat es nicht für sinnvoll erachtet. Jedenfalls sind sie heute nicht hier. Ich hätte da gerne einige direkte Nachfragen gehabt, auch wie das jetzt mit den Untersuchungen weitergeht. Welche Untersuchungen denn aus Sicht eines Statikers und nicht eines Verwaltungsmenschen dennoch notwendig sind. Und was ein Statiker denn dazu sagt, das ist gescheitert. Herr Grote hat allerdings ganz richtig einige Maßnahmen genannt, die jetzt für die Bewohner, und das muss jetzt tatsächlich auch als erstes stehen. Ich habe die Ursachen als erstes genannt, das ist selbstverständlich wichtig. Noch wichtiger ist, dass wir uns jetzt gemeinsam erstmal um die Betreuung der Bewohner kümmern. Da möchte ich nochmal hervorheben, Herr Grote hat ein paar Maßnahmen genannt, denen ich allen zustimmen kann. Hervorheben möchte ich nochmal, dass selbstverständlich jetzt die Leute aus den Hotels wirklich schnell raus müssen, in vernünftige Umsetzwohnungen, auch nicht über Hamburg verteilt nach Möglichkeit. Es muss dazu ein Umzugsmanagement geben, die Menschen müssen dabei dem Umzug, muss ihnen geholfen werden. Es muss Lager geben, sowohl für die Gewerbetreibenden als auch für die Bewohner. Die haben ihr gesamtes Hab und Gut, was man eben in der Nacht mal schnell greifen kann oder auch in einem kurzen Termin danach.
Das ist nicht, wo soll man auch hin? Wertsachen, man holt Wertsachen raus aus der Wohnung, ist dann in einem billigen Hotel untergebracht, muss auch noch Behördengänge machen, muss alle möglichen Gänge machen, kann ja nicht die ganze Zeit seine Wertsachen im Hotel bewachen. Wie soll das funktionieren? Also da müssen ganz schnell Lösungen her und da bedarf es auch der Unterstützung des Bezirks. In der Verantwortung ist allerdings natürlich die Bayerische Hausbau. Ja, die haben 10 Euro pro Tag, die Leute wollen sie ihm gönnen. 10 ja. Euro pro Tag, da leben Sie mal von. 10 Euro pro Tag, machen Sie das. Herr Gerhold, psychosoziale Betreuung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Herr Gerhold. Und es muss natürlich unbürokratische finanzielle Hilfe geben. Ein Handgeld von 10 Euro pro Tag ist damit nicht ausreichend. Über den Abriss will ich jetzt hier an dieser Stelle nicht noch weitersprechen, der für Januar auch schon mal in der Presse lanciert wurde. Auch das kann so natürlich ohne weitere Prüfung natürlich nicht so hingenommen werden. Also ich bin privat untergebracht und möchte mal kurz dazu sagen, ich höre hier die ganze Zeit nur die Leute, die in Hotels sind. Es wird sich um die Leute im Hotel gekümmert, wir, die private untergebracht, wenn wir telefonieren rum und machen. Und um uns kümmert sich einer einen Arsch. Uns wird nicht gesagt, dass wir ein Geld kriegen, wir sollen das einreichen, wir sollen einreichen. Wovon oder was sollen wir noch einreichen? Wir haben Auslagen, weil wir bei Bekannten sind, wir können da nicht einfach so... Das versteht keiner. Wir, die privat untergebracht sind, sind noch schlimmer dran als die im Hotel. Uns vergessen sie ganz und gar. Ich bin der Meinung, dass es sich sehr wohl, anders wie Herr Grote, der Meinung bin, um eine ganz massiv politische Frage handelt. Wer hat hier in erster Linie das Sagen in dieser Stadt? Ist es die Politik oder sind es die Investoren, denen man alles hinterher schmeißt und alles verzeiht und alles nachsichtig beurteilt? Keine Kritik von Seiten von Herrn Grote an der Hausbau. Habe ich jedenfalls heute nicht gehört. Im Gegenteil. Das Zweite ist, Herr Grote, Sie haben im Ballhaus in St. Pauli ausführlich damals uns gesagt, wer von euch will die Verantwortung übernehmen, wenn die Häuser zusammenstürzen? Mehrmals, Herr Grote. Ja, ich weiß. Das hat mich sehr beeindruckt. Nur jetzt frage ich, wieso, wenn Sie davon so auch mit überzeugt waren, als verantwortlicher Bezirksamtsleiter, dass mit diesem Worst Case gerechnet werden muss, verstehe ich jetzt nicht diese, das ist ein derartiges Chaos, was jetzt mindestens die letzten 2-3 Tage und Nächte waren, eine völlige Überraschung, dass plötzlich die Häuser geräumt werden müssen. Und auch da, okay, kann passieren, dass der Bezirk darauf nicht vorbereitet ist. Und es haben bestimmt auch viele geholfen, aber jeder für sich. Und es war doch, also muss ich wirklich sagen, die GBA, und ich habe mich selbst davon überzeugt, hat da als geordneter Anlaufpunkt eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Um da, das geht doch jetzt schon seit Samstag, das redet ja nicht nur von Nacht, sondern auch von den letzten Tagen, das geht ja weiter. Und für viele ist es tatsächlich, wie Frau Professor Stöfsand auf der Konferenz gesagt hat, Professorin für Sozialpädagogik an der HAW, dass das schwerste traumatische Erlebnisse sind, die sie erlebt haben, und die sind sich erst ihre Auswirkungen noch kommen. Und viele andere Dinge mehr ist heute gesagt worden. Ich erwarte, das ist jetzt meine Bitte und auch meine Frage, wie in welcher geordneten Form wird jetzt der Bezirk endlich koordiniert die Hilfen planmäßig durchführen, erfassen, was noch alles zu regeln ist? Erster Teil. Und zweitens, ich möchte aber nicht, dass die Kosten für diese Maßnahmen von Steuerzahlern bezahlt wird, sondern von der Bayerischen Hausbau. Fertig. Sie als Behörde wissen oder gehen davon aus, dass hier ein größerer Unfall passieren könnte. Was mich wundert ist, in dem Moment, wo das da anfing zu wackeln, da wachten scheinbar die Behörden auf. Ich hätte als sinnvolle Vormaßnahme eigentlich von Ihnen erwartet, dass Sie im Vorwege schon ermitteln, wo haben wir Kapazitäten, wenn die Stunde A kommt, die Leute unterbringen können. Im Moment sieht das für mich so aus,
Es hat dort eine Erschütterung gegeben. Man hat gesagt, wir müssen evakuieren. Und dann hat man angefangen, die Unterkünfte zu suchen. Das ist meines Erachtens also eine sehr merkwürdige Vorgehensweise. Das Zweite ist, ich finde es auch schade, dass hier wirklich nicht in aller Offenheit diskutiert wird. Wie geht es hier eigentlich weiter? Hier steht mir nicht ein Papier vor. Wir wollen, dass dieses Gebäude möglichst erhalten bleibt. Und es wird von Ihrer Seite in keiner Weise dazu Stellung genommen. Und das ganze Ding wird hier verzögert. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal Ihre Kommentare im Rundfunk höre, habe ich den Eindruck, der Pressesprecher von Bayerisch Bau gibt dort eine Erklärung. Warum muss jeder Auto-, Moped-Besitzer alle 2 Jahre zum TÜV? Wieso müssen Hausbesitzer das nicht? Noch eine Frage. Ja, ich habe noch 2 Fragen. Und zwar die eine Frage betrifft den Antrag der SPD-Fraktion, eine Weihnachtsfeier für die sogenannte Esso-Familie und dass dafür 1.000 Euro aus dem Förderfonds Bezirke zur Verfügung gestellt werden soll. So sehr ich es begrüße, dass solche Veranstaltungen jetzt gemacht werden, frage ich mich doch sehr, ob das wirklich das politische Verständnis und das Verständnis hier aus der Bezirksversammlung oder aus der SPD-Fraktion in dem Sinne ist, dass diese Mittel jetzt für ein wahrscheinlich sehr medienträchtiges und öffentlichkeitswirksames Ereignis auszugeben oder ob nicht lieber Druck auf die Bayerische Hausbau gemacht werden soll, dass sie genau solche Sachen zur Verfügung stellen soll und ob es nicht genau diese finanziellen Mittel braucht, um tatsächlich eine kontinuierliche professionelle Unterstützung zu gewährleisten. Das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage geht nochmal an die Ausführung von Herrn Grote. Ich verstehe es nicht, warum Sie hier eine eindeutige Unterscheidung zwischen verschiedenen Gewerben machen. Warum stellen Sie Unterstützungsstrukturen für das 100-Markt zur Verfügung? Warum stellen Sie Unterstützungsstrukturen für das Molotow zur Verfügung? So sehr ich das begrüße, frage ich mich, mit welchen Kriterien wird hier eine Auswahl getroffen nach besseren Gewerben und nach schlechteren Gewerben? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Michael Osterbrock von den Grünen und mir war es halt wichtig, dass Sie erstmal Ihre Fragen stellen, bevor wir auch antworten, weil uns ist es halt auch wichtig, dass Sie zu Wort kommen, dass Sie die Bürgerfragestunde. Ich glaube, ganz zuerst muss einfach jetzt die Hilfe für die Mieter und Mieterinnen im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche Diskussionen, wer wann die Schuld gehabt hat. Das halte ich für wichtig, dass das geführt wird. Das soll nicht unerträglich erklärt werden. Aber wichtig ist, glaube ich, dass jetzt alle wirklich daran arbeiten, dass sie eine ordentliche Ersatzwohnung bekommen, dass sie wirklich hier auch Hilfe bekommen, Umzugshilfen und Unterstützung und dass hier nicht irgendwie erstmal irgendwas anderes diskutiert wird, sondern dass das im Vordergrund steht. Das ist uns als Grüne Fraktion sehr, sehr wichtig und da wollen wir auch dran arbeiten und da wollen wir auch Unterstützung über die Weihnachtszeit gerne leisten, wenn das vonnöten ist. Das bieten wir an und das würden wir halt eben auch gemeinsam mit der Verwaltung und anderen Fraktionen gerne machen. Wenn das gewünscht ist, wenn sie es selbst hinkriegen, ist es gut, aber das ist, glaube ich, ganz deutlich. Ich kann auch nur sagen, dass für uns wichtig ist, dass natürlich die Aufklärung auch im Vordergrund steht. Das muss ganz klar sein und das muss natürlich auch gemacht werden. Und da sind einige Grundeigentümer, die sozusagen hier eine Verantwortung haben und die auch geklärt werden muss. Das ist richtig, dass in Hamburg es wirklich zu wenig Überprüfung gibt von bestehenden Gebäuden. Erst wenn wirklich sozusagen krasse Mangel oder Mängel festgestellt werden, dann wird erst irgendwas getan und vorher nicht. Und wir haben ja auch schon an verschiedenen anderen Stellen gefordert, dass es Ersatzvornamen gibt. Das heißt sozusagen, die Stadt trägt in Vorleistung und der Grundeigentümer muss es bezahlen. Beispiel Schilleroper ist für uns ein wichtiges Beispiel, aber eben auch im Korallusviertel in Wilhelmsburg. Da tut der Grundeigentümer auch viel zu wenig. Ich könnte viele andere Beispiele nennen, wo was getan werden muss. Das muss man sich halt wirklich überlegen, das muss Hamburg anders machen, Frankfurt macht das schon und Hamburg muss da wirklich einen Richtungswechsel machen und da wirklich was tun und mit Investoren wirklich wissen, dass ernsthaft durchgegriffen wird und dass hier ernsthaft der Häuserbestand geschützt werden muss. Das ist für Sie wichtig, für uns wichtig, für die gesamte Stadt wichtig. Das muss sozusagen völlig unabhängig von jeder Regierung hier wirklich mal geändert werden. Das hat keiner bis jetzt gemacht und das muss geändert werden, das ist ganz wichtig.
müssen wir wirklich gucken, dass wir jetzt sehr zügig in die Aufklärung kommen. Und dann müssten wir auch gucken, dass wir direkt nach Weihnachten da wirklich auch alle Fakten auf dem Tisch haben. Herr Grote hat ja auch zugesagt, dass da sozusagen auch geguckt wird. Und also wir, wie gesagt, fürchten uns nicht vor der bayerischen Hausbau. Wir haben auch deutlich gesagt, was wir nicht wollen. Da hat Herr Taubenberger gesagt, für eine schleichende Enteignung. Vielleicht ist ein gutes Beispiel dafür. Aber vielleicht kann man einen anderen Investor finden, der wirklich eine Verantwortung für Hamburg hat. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Jörg, bitte erlauben Sie mir, bevor ich auf die Frage mit der Weihnachtsfeier eingehe, auf den Antrag, den wir heute hier vorgelegt haben, dass ich noch ganz kurz auf Ihre Pressemitteilung eingehe, die Sie herausgeschickt haben, von der Initiative Esso-Häuser allerdings, nicht von der GWA St. Pauli, sondern da von der Initiative Esso-Häuser. Ich habe hier die Pressemitteilung vom 18.12.2013, das ist die, die wir heute als Antrag der Linken wiederfinden hier in dieser Bezirksversammlung, zumindest der Überschrift nach, also eine Tischvorlage. Ich kann alles verstehen, was da drin steht in dieser Pressemitteilung. Ich finde es in meiner Bewertung aber tatsächlich schade, dass Sie hinter dem, was diese Bezirksversammlung beschlossen hat und hinter den Ketten, die diese Bezirksversammlung dem Investor angelegt hat, zurückbleiben mit dieser Pressemitteilung. Sie erinnern sich dran, Sie waren damals hier, dass am 23.02. hat diese gesamte Bezirksversammlung einen Antrag beschlossen zum Umgang mit den Esso-Häusern und da stehen die Punkte, die Sie unter Wir fordern, 1 bis 3 drinstehen haben, sind da aufgenommen in diesem Antrag. Und das ist das, was wir hier auch schon in dieser Bezirksversammlung mehrfach gesagt haben. Der Investor, der Eigentümer braucht mit keiner Idee zu kommen, der hinter diesen Forderungen, die in diesem Antrag stehen, zurückbleiben. Da steht zum Beispiel drin, dass jeder Wohnungsbau in der Anzahl der Fläche, die er heute da ist, ja, absolut ein 100% sozial geförderter Wohnungsbau sein muss. Da steht zum Beispiel drin, dass auch jene Mieter, die keinen Anspruch hätten, in sozial geförderten Wohnraum zu kommen, dass die trotzdem in diesen sozial geförderten Wohnraum kommen. Da steht drin, dass bei jeder weiteren Entwicklung dieses Areals nicht nur die Stadtteilinitiativen vor Ort, sondern auch die Mieterinnen und Mieter zweitens im Wettbewerb, aber auch schon erstens vorher bei der Auslobung des Wettbewerbs, also wo man den Text macht, was überhaupt da hinkommen soll, dass die daran beteiligt sind. Das sind also alles Dinge, die diese Bezirksversammlung hier schon beschlossen hat und wir werden diese Dinge, die die Bezirksversammlung hier beschlossen hat, auch gegenüber dem Investor durchsetzen und zwar 1:1. Als zweites ein Punkt zu der Weihnachtsfeier. Ja, also das ist jetzt letztes Wochenende geschehen und das ist jetzt eine Geschichte, die wir uns ganz schnell und spontan überlegt haben zu machen. Aber es ist nur ein Punkt des Antrages, den wir heute hier gestellt haben. Er ist ja noch nicht auf der Tagesordnung, sondern er muss ja erst auf die Tagesordnung kommen, ebenso wie der Antrag von den Kolleginnen und Kollegen der Linken, der auch erst drauf muss. Da steht nämlich drin, dass die Bezirksversammlung alle zuständigen verantwortlichen Akteure, also Vermieterseits, also Steg, die privaten Vermieter, die Wohnungsbaugenossenschaften, die SAGA, GWG, auffordert, möglichst schnell und konstruktiv Ersatzwohnungen zur Verfügung zu stellen. Und zwar Ersatzwohnungen, die nicht seit einem Dreivierteljahr komplett leer stehen und ungeheizt sind, sondern im Quartier müssen Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt werden. Und zwar sofort. Das nächste, was wir sagen, ist, dass ein engmaschiges Hilfenetz gespannt werden muss von allen Beteiligten und dass jedwede finanzielle Mehrbelastung der Mieterinnen und Mieter dürfen nicht von denen getragen werden müssen, sondern da muss dann tatsächlich der Eigentümer einstehen. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und dann haben wir darauf noch gesetzt, dass wir jetzt direkt dieses kommendes Wochenende 1.000 Euro für eine Weihnachtsfeier zur Verfügung stellen. Das war überhaupt nicht böse gemeint, ja? So, das ist der Punkt. Sondern wenn wir diesen Antrag hier vorstellen, dann muss man auch die anderen Sachen mit reinnehmen, die wir hier fordern, und zwar die wir hier vom Eigentümer fordern. Vielen Dank. Wie ist das zu bewerten, die Geschichte dieses Hauses, wer hat wann was versäumt und wie kam es jetzt dazu, dass wir diese Situation am letzten Wochenende hatten? Und natürlich ist es so, dass in dieses Gebäude über Jahrzehnte nie eine Grundinstandsetzung investiert wurde. Klar, das hätte man vor 10, 20, 30 Jahren irgendwann machen müssen, um jetzt einen anderen Zustand zu haben. Je später man es macht, desto schwieriger und teurer wird es. Wenn man es irgendwann im Laufe dieser Zeit gemacht hätte, hätten wir jetzt eine andere Situation. Nun gibt es allerdings keine Verpflichtung, die Lebensdauer eines Gebäudes
immer wieder sozusagen in die Zukunft zu verlängern, indem man sehr viel investiert in die bestehende Bausubstanz. Das gibt es nur beim Denkmalschutz. Und nun kann man, ja, nun kann man natürlich sagen, das erwartet man von einem Eigentümer, und wenn er das getan hätte, hätten wir heute einen anderen Zustand. Das stimmt auch. Das ist so. Aber die Frage, die ja auch gestellt wurde, warum muss man nicht laufend nachweisen, dass das Gebäude noch standsicher ist und sozusagen alle wesentlichen Funktionen erfüllt, die Bausubstanz gesund ist, wie es das bei einem TÜV gibt. Das fehlt uns eben gerade. Wenn wir ein Gebäude-TÜV hätten, wo der Eigentümer alle paar Jahre ab einem bestimmten Alter nachweisen müsste, das Gebäude ist voll funktionsfähig, und man dann ein Instrumentarium hätte zu sagen, wenn das Gebäude mangelhaft ist, dann wäre er verpflichtet, in die Instandsetzung so viel zu investieren, dass es wieder steht. Dann hätten wir eine andere Situation. Aber es ist, diesen Rechtsrahmen gibt es schlicht nicht. Und deswegen ist sozusagen zu keinem Zeitpunkt der letzten Jahrzehnte ein Eigentümer verpflichtet gewesen, zu sagen, ich investiere jetzt einen sehr hohen Betrag, um die Häuser genauso, wie sie da jetzt sind, für die Zukunft sicher zu machen. Jetzt haben wir die Situation, dass die Bayerische Hausbau das gekauft hat und von Anfang an gesagt hat, ich will das abreißen. Und es von Anfang an Widerstand dagegen gab, sagte, nein, die Häuser aus vielen verschiedenen Gründen, die man alle, oder von denen man, sagen wir mal, viele, gut nachvollziehen kann. Na klar, das ist ein Eingriff in die Stadtteilstruktur. Na klar, da geht ein Stück St. Pauli verloren. Na klar, da ist ein soziales Milieu, da sind die Mieterinnen und Mieter, die Gewerbebetreiber, das ist alles bedroht. Das stimmt. Das stimmt. So. Und deswegen haben wir sehr, sehr intensiv und sehr lange, und ich ja nun auch von Anfang an, über alle Zeiten weg, das auch mitdiskutiert. Und ich will auch gar nicht sagen, dass man die Diskussion nicht führen musste. Nur, die Zeit ist weitergegangen. Und wir hatten einen Streit darüber, wie sanierungsfähig sind die Häuser? Und wir erinnern uns ja auch noch gut daran, dass es die Annahme auch aus dem Bereich der Initiative gab, mit Verweis auf andere ähnliche Gebäude in Frankreich. Man kann ein solches Gebäude sanieren, sogar im bewohnten Zustand mit den Mieterinnen und Mietern drin. Und das ist eigentlich kein Problem, das kann man auch vom Investor verlangen. Und wir haben dann, um das aufzuklären, weil der Investor eben eine komplett andere Haltung vertreten hat, immer gesagt hat, die Gebäude sind so marode, dass es nicht machbar ist, die sind nicht mehr sanierungsfähig. So. Um das zu lösen, gab es ganz früh den Vorschlag aus einem runden Tisch, und ich würde mir mal durchaus die Miturheberschaft für diesen Vorschlag zuschreiben, dass man die beiden Sachargumente, wie erhaltungsfähig sind die Häuser, dass man das nur auflöst, indem man ein drittes, neutrales, umfassendes Gutachten macht. Und das haben wir als Gemeinschaftsprojekt zwischen Initiative und Hausbau nicht hingekriegt. Und deswegen hat am Ende, weil man sich praktisch weder auf das Büro noch auf den Auftrag einigen konnte, deswegen hat am Ende der Bezirk gesagt, wir machen das, nehmen dieses Geld in die Hand und überprüfen den Zustand dieses Gebäudes so intensiv, wie wir es noch nie mit einem Gebäude gemacht haben. Und dann hatten wir das Gutachten im Sommer. Und da haben wir uns ja schon erschrocken, ehrlich gesagt, alle zusammen, und haben gesagt, wie kann das sein? Oder wir hätten nie gedacht, dass der Zustand so schlecht ist. Und dann gab es Sicherungsmaßnahmen und dann gab es Einschätzungen dazu, wie lange ist das noch bewohnbar. Und wir hätten sehr gerne sowohl den Gewerbetreibenden als auch den Wohnungsmietern ein geordneteres Verfahren, einen Auszug natürlich direkt in Ersatzwohnungen, die gut sind, die nahegelegen sind, die funktionieren, die günstig sind und so weiter. Das hätten wir gerne organisiert. Das war die Idee, das war das Verfahren, das war auch angelaufen. Die ersten 20 Wohnungen waren akquiriert und ein paar werden jetzt auch schon umgesetzt. Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren würde wie am letzten Wochenende. Deswegen sind wir natürlich auch nicht darauf vorbereitet, wenn wir, beziehungsweise es gibt ein allgemeines Katastrophenschutzszenario, hier ist ja nicht das erste Mal, dass Häuser geräumt werden müssen, hatten wir vor ein paar Wochen gerade auch erst in Hammerbrook. Wenn so etwas passiert, gibt es einen Mechanismus, der Katastrophenschutz setzt sich in Marsch, bringt die Leute unter und und. Aber das sind alles Notmaßnahmen. So, und natürlich hatten wir nicht irgendwo schon Ersatzwohnungen angemietet für den Fall, es könnte was passieren. Wenn wir das für wahrscheinlich gehalten hätten, dass so etwas passiert, dann hätten wir natürlich viel früher sozusagen im Prinzip eine Räumung initiieren müssen. So, das haben wir nicht. So, und dass wir jetzt diese Situation hatten am Wochenende, man fragt, was war denn jetzt die Ursache? Die Statiker haben bei der Begehung im Grunde genommen ganz nüchtern die Feststellung getroffen und haben gesagt, das ist ein Gebäude, was in der Substanz ermüdet und verbraucht ist.
Und wo ich irgendwann, wir befinden uns praktisch in einem Verfallsprozess. Und wo irgendwann, und man sieht es ja den Häusern auch an, wir haben nicht erwartet, dass die statischen Eigenschaften schon so betroffen sind. Aber jetzt müssen wir davon ausgehen, dass das eben so ist. Darüber haben ja viele berichtet, weil es diese Erschütterung und die Schwankung und eben auch diesen Riss jetzt eben gibt. Sondern kann man sagen, wodurch ist das konkret ausgelöst worden? Und ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendeine Untersuchungsmethode gibt, die das je wird feststellen können. Es kann sowohl einfach ein nächster Schritt in einem Ermüdungsprozess sein, der Gebäudestruktur, wo irgendwann Bauteile anfangen nachzugeben. Das kann sein. Es kann unterstützt oder ausgelöst konkret auch sein durch äußere Einflüsse und das Einzige. Und so ist die Geschichte entstanden, oder daher kommt dieser Hinweis auf die Musik. Das einzige äußere Ereignis, der einzige äußere Einfluss, der anders war als sonst, an dem Abend waren mehrere sehr laute Musikereignisse. Und da gibt es auch Schilderungen, dass das über das hinausgeht, was wir sonst am Spielplatz und auch in den Gebäuden haben. So, und lieber, ich kann mir doch die Ursache nicht nach sozusagen politischer Opportunität aussuchen. Ich muss doch mit den Faktoren umgehen, so wie sie da sind. Und, lieber Andreas Gerhardt, ich bin nicht so ein großer Statikexperte wie du, aber die Möglichkeit, dass durch das, was wir an Schall hatten, an dem Abend auch, dass durch intensive Schalleinwirkung so etwas ausgelöst sein kann, das ist auch von Statikern bestätigt. Keiner weiß, ob es so war, aber es ist ein durchaus realistisches Szenario. Am Ende hilft es doch auch gar nicht, sondern wir müssen doch feststellen, die Erschütterung ist da. Und damit kann doch kein Mensch, und da verstehe ich auch nicht, dass jemand auf die Idee kommen kann, jetzt wieder in die Häuser zurückzuholen, kein Mensch wird doch jetzt verantworten können, dass man nach dem, was da jetzt passiert ist am Wochenende, dass man wieder in die Häuser zurückgeht. So sehr man sich das gewünscht hätte, dass wir noch ein halbes Jahr mehr Zeit haben, aber das geht jetzt nicht mehr. Und jetzt müssen wir mit dieser Situation umgehen, so wie sie ist. Und es ist ja richtig, alles, was jetzt entsteht an Aufwand, an Kosten und so weiter, ist durch den Vermieter zu tragen. Na klar. So, der muss die Umzüge, der muss auch die Unterstützung, der muss Lager und so weiter, das muss alles zur Verfügung gestellt werden. Da darf den Bewohnern und Bewohnern dürfen keine Kosten entstehen. Und nach allem, was wir bisher wissen, werden es auch nicht. Meine Aufgabe ist nicht, hier die Hausbau zu verteidigen. Wenn Sie sagen, an der und der und der Stelle laufen die Sachen nicht, nehmen wir das auf und gehen dem auch nach. So, übrigens der Hinweis mit denen, die bei ihr bei Freunden, Verwandten untergebracht sind. Mein Kenntnisstand ist, die kriegen 35 Euro pro Tag, pro Person. Wenn das nicht so ist oder wenn sie sagen, aus den Gründen reicht das nicht, müssen wir eine Rückmeldung kriegen, dann muss man damit umgehen. Aber nach allem, was ich weiß, ist es nicht so, dass die nichts bekommen. So. Aber da kommt ja nichts, wir müssen das einreichen und Okay, dann schicken Sie mir eine Mail, gehen wir damit um, gehen wir dem nach. Und dafür ist im Übrigen ja auch diese Weihnachtsfeier gedacht, dass man das mal konzentriert sozusagen austauscht. So, und jetzt das weitere Verfahren, weil das ja gefragt wurde, wie schnell es jetzt weitergeht mit dem Abriss. Wenn wir feststellen, und das ist die klare Entscheidung und die klare Situation jetzt, dass die Häuser nicht mehr bewohnbar sind und auch nicht wieder bewohnbar sein werden, dann müssen wir uns doch jetzt darauf einstellen, dass wir, solange das noch geht, die Möbel und alles, was ihnen gehört, da rausholen. Und zwar schnellstmöglich. So, wenn wir das im Laufe des Januar hinbekommen, dann ist doch eine berechtigte Frage zu sagen, warum, wenn alle draußen sind und alles rausgeholt ist, warum soll man dann die Gebäude noch monatelang dort stehen lassen? Weil natürlich mit jedem Monat das Risiko, dass die Häuser einstürzen, zunimmt. Das ist so. Monat für Monat, je länger das geht, müssen wir jetzt die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Häuser auch ohne weitere Einwirkung das einzelne Teile in der Baustruktur nachgeben, so, und dass die Häuser einstürzen. Deswegen würden wir, das soll nicht übers Knie gebrochen werden, aber deswegen ist es, glaube ich, vernünftig, irgendwann im ersten Quartal, wenn alles ausgeräumt ist, dann auch zu einem Abriss zu kommen. Die Frage, welche behandeln wir Gewerbe unterschiedlich? Ich kann nur sagen, das gesamte Auszugs-, Umzugsmanagement, alles, was da jetzt zu leisten ist, ist Sache des Grundeigentümers.
Wir als Bezirk, wie gesagt, unterstützen nur. Und deswegen werden wir auch nicht, wie irgendwie gefordert wurde, wir sollen das alles in die Hand nehmen und koordinieren. Das können wir gar nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir wollen auch da den Eigentümer nicht aus der Verantwortung lassen. Das ist seine Verantwortung. An den Stellen, wo wir allerdings können, unterstützen wir. So, und ich habe immer gesagt, dass ich das Molotow in einer besonderen Situation sehe, weil die wirtschaftlich anders aufgestellt sind als andere und weil es eine Kulturinstitution ist. Das andere ist, natürlich, da wo wir anderen helfen können, tun wir das auch. So, und bei 100 Mark konnten wir helfen, weil es diese Fläche gab und weil es um die Frage ging, wie schnell können die Sachen rausholen. Und der Jörg, Sie wissen auch, ich habe auch Hinweise gegeben, die andere betreffen. Und wenn wir für irgendwelche, also für alle, die dort als Gewerbetreibende jetzt vor dieser Situation stehen, irgendetwas tun können, dann tun wir das auch. Wir helfen da, wo wir einen Ansatzpunkt haben zu helfen. Wir können aber nicht die Verantwortung übernehmen und sagen, wir bringen alle irgendwie unter. Das können wir nicht leisten. Aber an den konkreten Stellen, wo wir helfen können, machen wir es. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt länglich oder eine ganze Zeit über diese Probleme diskutiert. Die Fragen werden nie ausgehen, das ist uns vollkommen klar. Aber es soll, glaube ich, rübergekommen sein, dass der Bezirk sich um sie kümmert, dass wir uns weiter darum kümmern werden, dass es nicht ad hoc Antworten auf Probleme gibt, die sich noch weiter stellen werden. Es wird auch weitere Probleme geben, mit Sicherheit. Seien Sie sich sicher, dass wir uns als Bezirksversammlung insgesamt, sage ich jetzt auch mal, darum kümmern werden, dass für Sie eine gute Lösung gefunden wird, auch wenn es im Moment eine ganz schwierige Situation ist. So schnell wie möglich natürlich, aber wir können Ihnen jetzt keine Daten nennen. Das wurde wieder gerechtfertigt, was eh schon klar war. Und die Kritik zwischendurch auf der Versammlung war ja, an die Quote würde sich ein bisschen suggerieren, wie der Pressesprecher von der Bayerischen Hausbau. Ich finde, das ist das, was man aus dieser Versammlung hat. Finden wir es tatsächlich skandalös, dass Häuser in so einen Zustand kommen können, ohne dass es scheinbar einen Verantwortlichen dafür zu benennen ist? Und wir haben ja schon in der Pressemitteilung gestern von der Initiative klar gefordert, auch wenn jetzt scheinbar die Häuser nicht mehr zu retten sind, hier darf der Investor nicht dafür belohnt werden, dass er die Häuser kaputt besessen hat hier darf nur 100% sozialer Wohnraum entstehen und günstige Gewerbe mieten. Das wird sehr spannend sein, ob die Bezirkspolitik diesen mutigen Schritt geht. Ich glaube, der Druck von der Straße wird hier die nötige Unterstützung geben. Hier wird investiert ohne Rücksicht auf die ganze Kultur von St. Pauli. Hier wird nachgegeben, ein Großinvestor, der sich vorgenommen hat, diesen Stadtteil noch weiter zu verändern. Wenn Sie sich einmal ansehen, wofür die Brauerei gewesen ist, da wurde gesagt, jetzt bauen wir hier Häuser hin und schaffen Wohnungen, damit der Stadtteil belegt wird, praktisch Leben hineinkommt, Menschen hinkommen. Gehen Sie heute mal durch diese gebauten Häuser. Das ist eine öde Steinwüste, wo nichts, aber auch gar nichts passiert. Und das ist genau die Politik, die Politiker betreiben, ohne zu sehen, wie dieser Stadtteil immer weiter kaputt geht. Der Charme von St. Pauli geht immer weiter kaputt. Und wenn Sie mal fragen nach der Situation in der Bernhard-Nocht-Straße, da hat man ja aufgebaut und wollte noch das Nachbargrundstück bebauen. Und dann hat man also eine Baugrube ausgehoben und dann ist man mit einem Bagger dabei gegangen und dann ist ein Teil des Hauses, das teilweise unter Denkmalschutz, abgestürzt und dieses halb zusammengefallene Haus steht heute noch da. Da werden halt noch Fragen. Und wenn Sie mal fragen, was habt ihr denn als Behörde nun unternommen, da kriegen Sie nur ein kühles Lächeln und das war's dann. Und solange solche Politiker an der Macht sind, denen es im Grunde genommen scheißegal ist, was aus diesem Stadtteil wird, solange müssen wir weiterkämpfen.